Deswegen herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Unser letztes der vier Updates, Update Lawine bzw. Winter. Wir konnten uns nicht so ganz auf den Titel einigen und dann haben wir gesagt, gut, wir machen einfach beides. Genau. Wir fangen am Anfang einfach mal kurz mit so ein paar technischen Sachen an. Die meisten von euch hatten jetzt ja schon Zeit, sich durch Zoom zu klicken. Ich habe auch die meisten von euch, die das nicht selber gemacht haben, stumm geschalten. Ansonsten habt ihr unten links so ein Symbol mit so einem Mikro drauf, da könnt ihr euch selber stumm schalten oder auch quasi entstummen. Wobei da ein bisschen unsere Bitte wäre, wenn ihr das tut, dann müsst ihr euch bewusst sein, seid ihr auf der Videoaufzeichnung mit drauf. Deswegen ist es uns fast lieber, wenn ihr das einfach nicht macht, dann kriegen wir auch keine Datenschutzprobleme. Ihr könnt trotzdem Fragen stellen. Wir werden die ganz am Ende einmal beantworten. Ihr könnt Fragen einfach schriftlich in den Chat stellen oder dann in Slido. Das ist ein Umfragetool, was wir nutzen. Das kommen wir auch gleich nochmal dazu, wie ihr da dran teilnehmen könnt. Also da könnt ihr gerne eure Fragen stellen. Am besten ist es, wenn ihr hinterher immer noch euren Namen dazu schreibt, wenn ihr wollt, dass wir den sozusagen mitnutzen und euch direkt ansprechen können, wenn wir die Frage beantworten. Ein bisschen zum Ablauf. Wir machen jetzt eben einmal sozusagen das eigentliche Update. Das findet ihr auch später als Video. Und anschließend eine Fragerunde. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben und wie viele Fragen wir haben, beantworten wir dann da eben mehr oder weniger eurer Fragen. Und um gleich dann zu, wo finde ich das Update hinterher zu kommen, das Video, was wir heute aufnehmen, sowie die Fragen, die ihr stellt, auch die, die wir nicht beantworten können, jetzt im sozusagen heute Abend, findet ihr alles anschließend auf unserer Website, kommt am Ende auch nochmal wo. Und da ist dann eben das Video, eine Materialsammlung, wo ihr bestimmte Dinge nochmal nachlesen könnt oder vertieft nochmal lesen könnt. Und eben auch alle Fragen, die heute beantwortet wurden und die, die wir nicht beantworten konnten, nochmal schriftlich mit einer schriftlichen Antwort dazu und teilweise auch eben Quellen, wo ihr sozusagen noch mehr dazu findet. Genau, so viel zum Ablauf. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon, wie ihr mitmachen könnt. Ihr kriegt jetzt nochmal ein, bei uns heißt es immer WUP, ein Warm-up. Ihr müsst euer Smartphone holen oder euch am PC einen neuen Tab aufmachen. An all die Leute, die zu mehr sitzen vor dem PC, es kann jeder ein Smartphone haben. Das heißt, das kann dann jeder einzeln auch mitnehmen. Wir nutzen nämlich Slido, das ist ein Umfragetool. Das heißt, nachher, wenn die Fragen kommen, dann kommt ihr auf einen QR-Code. Die könnt ihr einfach einscannen und dann könnt ihr mitmachen bei den Fragen beantworten, Wörter eintippen, je nachdem, was wir dann quasi von euch möchten. Oder wenn ihr keinen QR-Code-Scanner habt, dann steht da auch quasi dran, welche E-Mail oder welche Webadresse ihr eintippen müsst, dass ihr daran teilhaben könnt. Cool. Wenn alle ihr Smartphone haben, dann sind auch schon, glaube ich, Claudi und Peter bereit, sich vorzustellen. Ich übergebe mal das Wort an euch. Schön, dass ihr da seid heute. Ich freue mich. Ich glaube, der Rest auch. Und wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr jetzt für uns vorbereitet habt. Ja, danke, Lea, für diese Einführung. Also, wir sind heute dabei. Ich bin die Claudi Röger, Mitglied im Landeswehrteam der JDAV Baden-Württemberg seit vielen Jahren, Trainerin B Skihochtouren und im Rahmen meines Meteorologiestudiums durfte ich theoretisch in Lawinen eintauchen. Peter. Servus, ich bin der Peter. Ich mache bei JTRV Baden-Württemberg auch immer wieder Schulungen. Das macht mir sehr viel Spaß und das bin ich auch dabei, eben online, wie ihr das sehen könnt. Und wir wollen jetzt ein bisschen so Grundwissen vermitteln und auch ein bisschen euch motivieren, weil der Winter ja jetzt demnächst kommen soll. Genau. Mit dem heutigen Abend wollen wir euch auf die kommende Wintersaison einstimmen. Hat ja schon geschneit und mit dem ersten Schnee kamen auch gleich die ersten Meldungen vom Lawinenlagebericht. Der hat noch nicht den üblichen täglichen Betrieb aufgenommen, aber die ersten Infos gab es eben schon. Es ist ein sehr großes, komplexes Thema. Wir haben da heute drei Themenblöcke ausgewählt. Das sind zum einen die Lawinenarten,
dann Infos über den Lawinenlagebericht und dann grundlegende Sachen zu den Lawinenproblemen. Weil ihr hier jetzt euch nicht nur berieseln lassen sollt, sondern auch immer wieder mitmachen, hat ja die Lea schon gesagt, über Slido gibt es verschiedene Abfragen und wir wollen jetzt gleich am Anfang schon mal von euch wissen, wir sind ja auch ein bisschen neugierig, wer ihr denn seid, also was da für ein Publikum dabei ist und zwar welche Vorkenntnisse ihr habt. Habt ihr schon mal Kurse besucht zum Thema Lawinen? Die heißen manchmal Lawinenkurse, so sollte es aber eigentlich gar nicht sein. Skikurse, Skitourenkurse, Schneeschuhkurse, vielleicht eine Jugendleiterfortbildung, ein Aufbaumodul oder seid ihr gar ausgebildeter Trainer, Übungsleiter, Berg-, Skiführer, sowas in der Art oder auch gar nichts davon. Jawohl, ihr stimmt fleißig ab, super. Das ist aber erst die Hälfte von euch. Okay, da kommt noch mehr. Gut, ich bin jetzt ein bisschen irritiert, dass die Summe über 100% geht. Oder habe ich da falsch gerechnet? Okay, wie auch immer. Also viele von euch haben schon einen Kurs gemacht, sehr schön. Aber auch einige haben noch keine Vorkenntnisse. Ein bisschen Jugendleiter, Fortbildung und Aufbaumodul besucht. Und es sind sogar ein paar Trainer dabei, aber kein Berg- und Skiführer außer Peter. Alles klar, danke für diese Einschätzung. Jetzt darf auch gleich der Peter inhaltlich starten. Er legt los zu dem großen Block Lawinenarten. Lawinenarten, damit fangen wir an. Davon gibt es auch viele. Die können dann zum Beispiel punktförmig oder linienförmig anbrechen oder spontan abgehen oder von Menschen ausgelöst werden, können nass oder trocken sein. Aber für uns, wo wir Bergsport betreiben, im winterlichen Gelände, dann ist am sinnvollsten, wenn wir nach dem Anbruchmechanismus die Lawinenarten unterscheiden. Und diese sind, wie man das sehen kann, die Schneebrettlawine, Gleitschneelawine, Nassschneelawine und Locherschneelawine. Gleitschneelawinen sind ziemlich leicht zu erkennen, weil man dort so einen sogenannten Fischmaul sehen kann. Die Schneedecke reißt auf. Dieser Riss kann man sich so merken, da könnte ich mich als Mensch so reinstellen oder zumindest mal einen Fuß reintun von der Größe her. Und wenn diese Gleitschneemäuler immer mehr öffnen, dann kann eine Gleitschneelawine abgehen und die gesamte Schneedecke rutscht auf den Boden ab. Die Ursache dafür ist ein Reibungsverlust zwischen der Schneedecke und dem Boden, was unter dem Schnee ist. Und das ist nämlich das Wasser, was das verursacht, diesen Reibungsverlust. Und das sickert da rein, geht ganz bis zum Boden runter und auf diesen Schmierfirn sozusagen rutscht der Schnee runter. Diese Gleitschneelawine löst sich spontan aus. Das können wir praktisch Wintersportlerinnen gar nicht so auslösen. Kann zu jeder Tages- und Nachtzeit runter. Bei kalten wie bei warmen Temperaturen. Also das ist jetzt dadurch, dass die Schneedecke den Boden immer isoliert. Da ist diese Wasser dann interessiert sich nicht für Temperaturen draußen. Und sehr typisch dafür ist natürlich, dass es auf sehr glatten Untergrund runtergeht.
perfekte Beispiel dafür ist ein Wiesenhang oder ganz glatte Felsbereiche. Was wir dort machen können, eben diese Zonen meiden mit den Fischmäulen, weil es ist absolut unvorhersehbar, wann diese gleichen Lawinen runtergehen, abgleiten. Dann kommen wir zu Nachschneelawinen. Hier ist der Auslöser wiederum das Wasser. Der Unterschied ist zu der gleichen Lawine, dass wenn diese Festigkeitsverlust nicht zwischen Schnee und Boden passiert, sondern in der Schneedecke. Wenn die Oberfläche durchnässt ist, dann ist es an eine nasse Locherschneelawine. Und wenn die Nässe weiter in die Schneedecke eindringt, kann es auch zu einem nassen Schneebrett führen und eine bisschen andere Art von Nassschneelawine auslösen. Genau, die sind dann, die Nassschneelawinen erwarten wir dann ab Hangneigungen über 35 Grad, wo es sich auslösen kann. Aber da ist jetzt ein bisschen so schmierführendes Wasser, das ist, dadurch gleitet es deutlich besser. Mit eine Rolle spielt, kann es ein deutlich flacheres Gelände deutlich weiter hinunter ins Tal gehen und wie hier eben zu sehen ist, Verkehrswege mitunter dann gefährden oder komplett den Talboden sozusagen gefährden. Genau, die lösen sich meistens spontan aus, bei Regen oder bei tageszeitlicher Erwärmung. Ich als Wintersportler könnte ich es auch auslösen, aber meistens wird es dann spontan runterkommen und da muss ich dann natürlich den Einzugsgebiet beachten. Das ist dann natürlich talwärts und meist Richtung Frühling wird es dann eher ein Thema sein. Und wie oben rechts auf dem Bild zu sehen ist, wenn wir auf Skitour unterwegs sind, dann haben wir natürlich Skisachen dabei. Und wenn wir merken, okay, die Jacke ziehen wir aus, den Pullover ziehen wir aus und es ist immer noch warm, das ist dann irgendwann ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass die Schneedecke höchstwahrscheinlich auch nicht mehr kalt bleibt, durchnässt wird und irgendwann kommen auch die Nassschneelawinen. Und so kommen wir dann zu den Lockerschneelawinen. Da ist ganz typisch und hier ist gut zu sehen, dass die von einem Punkt losgehen, der punktförmige Anriss. Und weil es locker ist auf der Oberfläche, die Schneedecke, dann reißt es immer mehr mit und wird immer breiter, immer mehr Schnee kommt mit, sozusagen ein Schneeballeffekt. Und was zuerst als eine kleine Lawine erscheint, kann auch groß werden. Die sind dann ab einer Hangneigung von 40 Grad eher zu erwarten. Und trockene Lockerschneelawinen sind dann sehr typisch nach Neuschneefällen. Wenn es zu steil ist und zu viel Schnee gefallen ist, dann kann sich der Schnee selber nicht halten, rutscht runter talwärts. Wenn es nass ist, wenn es durch die Durchfeuchtung entsteht, die Lockerschneelawine, dann kann es auch unter 40 Grad Neigung losbrechen, weil da wiederum das Wasser eine Rolle spielt. Gefährlich können Lockerschneelawinen dann sein, eher dann, wenn Menschen in dieser Fließbahn sich befinden und vor allem auch dann in Absturzgelände.
Und Richtung Frühjahr ist es dann wird's ein Thema, wenn es durch Erwärmung und Durchfeuchtung der Schneedecke dann entsteht. Da können die, wie schon erwähnt, größere Ausmaßen annehmen und deutlich weiter runterrutschen, als wir das denken und erwarten könnten. Und da kommen wir dann zu der Schneebrettlawine als Lawinenart. Es kommt jetzt zum Schluss hier bei den Lawinenarten, weil wir uns damit ein bisschen detaillierter befassen möchten. 95% der Lawinen, wo Menschen drin sind und sich nicht ganz glücklich fühlen. Und in den allermeisten Fällen sind das wir selber, der Wintersportler, Wintersportlerinnen, die Schneebrettlawine auslösen. Dann schauen wir, was das dann unterscheidet von den anderen. Das hat eine linienförmige Anrisskante. Aber im Prinzip, hier ist ein weißer Hang, da ist ein weißer Hang. Schaut haargenau aus unter Umständen. Die eine kann abgehen als Schneebrettlawine, die andere nicht. Das ist relativ schwierig, einfach mal so drauf zu schauen auf die Schneedecke und dann zu sagen, das ist auslösbar, das ist nicht auslösbar. Deswegen schauen wir mal tiefer in die Schneedecke, warum die Schneebrettlawinen ausgelöst werden können und was das überhaupt heißt. Und im Durchschnitt, und das ist Durchschnitt, haben wir 50 Meter breit, 200 Meter lang und 50 Zentimeter mächtig, so eine Schneebrettlawine. Das kann natürlich in allen Dimensionen sich variieren, aber im Grunde genommen ergibt es dann hier 1000 Tonnen Schneemassen. Sollten wir darunter begraben werden, weil wir irgendwo einen Fehler gemacht haben, dann ist es erstens mal mit dem Schnaufen sehr ungünstig und wir selber fühlen uns auch extrem unglücklich. Und um das zu vermeiden, schauen wir dann an, wie die Zutaten sind, die Voraussetzungen für die Schneebrettlawine. Erstens, oben brauchen wir eine gebundene Schneeschicht. Es wird zum Beispiel durch den Wind gebunden. Hier im Bild sieht man, eine Art Tafel bleibt da stehen nach der eigentlichen Anrisskante. Das ist ein gutes Zeichen. Ich könnte, also das jetzt kann ich nicht hochheben, aber ich kann den mit meiner Lawinenschaufel den Schnee reinfahren, hochheben, wenn es ähnlich da, wie da auf dem Bild stehen bleibt, dann ist der Schnee gebunden. Zweite Voraussetzung für die Schneebrettlawine ist eine Schwachschicht. Hier können wir sehen, das ist ein sehr gutes Bild, die gestrichelte Linie. Trend nach links, ich glaube, ihr seht es auch nach links, die Stelle, wo die Schwachschicht schon zusammengebrochen ist, das ist bei dem roten, bei der roten Linie und rechts bei der blauen Linie ist es noch nicht zusammengebrochen. Da ist höchstwahrscheinlich, wie es aussieht, da oberflächenreif und das sagt dann, ich halte es. Und eine Schwachschicht hier, gut zu sehen, ist dieser hellere Bereich, knapp oberhalb von dem roten und dem blauen Linie, ist eine Schicht mit geringer Bindung zwischen den Schneekristallen. Ein Beispiel können wir nochmal anschauen. Für die Schwachschicht, das wäre oberflächenreif. Das ist, wenn es oben auf die Schneeoberfläche ist und die Sonne scheint und wir sind glücklich in diesem glitzernden Schnee, ist erstmal noch okay. Später, wenn es dann eingeschneit wird oder Schnee darüber verfrachtet wird, kann es für uns ungünstig oder für die Lawinenbildung dann günstig sein. Dann ist aber hier noch besser zu sehen, ein Beispiel für eine Schwachschicht, oberflächenreif. Die dritte Voraussetzung für eine Schneebrettlawine sind wir selber, Wintersportler,
Rennen. Das ist unsere Zusatzlast. Das ist nicht unser Ski, was so den Schnee schneidet, sondern wir selber als Gewicht, als Last auf die Schneedecke. Und dadurch erzeugen wir in der Schneedecke einen Bruch, eben diese Schwachschicht bricht, diese ganz filigrane Kristalle brechen. Wenn es großflächig vorhanden ist, diese Schwachschicht, dann pflanzt sich dieser Bruch fort. Und wenn eben auch die Reibung nicht ausreicht zwischen der darüber liegenden Schneeschicht und der darunter liegenden Schneeschicht, dann rutscht es als Lawine ab. Und da sehen wir dann eben die vierte Voraussetzung für Schneebrettlawine. Das ist die Hangsteilheit. Ungefähr, wir denken hier immer in Bandbreiten, ab 30 Grad Hangneigung ist eine Schneebrettlawine möglich. Darunter ist es noch ganz gemütlich. Da würden wir auch noch beim Raufgehen keine Spitzkehren machen. Und das nennt man auch mäßig steil. Darüber wird es dann steil, ab 30 Grad ist es schon möglich, eine Schneebrettlawine auszulösen. Und je steiler ein Hang ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir Schneebrettlawinen auslösen können. Statistisch gesehen, zwischen 35 und 40 Grad Hangneigung ist es am ehesten wahrscheinlich. Und darüber, über 40 Grad, sind wir nicht so oft mit Ski unterwegs. Und irgendwann so Richtung 50, 60 Grad in den Alpen, in unseren Breitengraden, bleibt der Schnee einfach nicht liegen. Dann kommt ein Video, ein Beispielvideo. Da können wir das Ganze einfach mal in bewegten Bildern, das ist eine Zusatzlast. Der Mensch löst diese ganze Tafel, diese ganze Brett ab, das rutscht da ab. Vielleicht haben wir da noch den nächsten. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Wiederum ein Mensch, der in diesen schon relativ steilen Hang reinfährt. Und da sehen wir diesen Initialbruch und wie er sich ausbreitet hier. Und natürlich ist es nicht immer, dass es wie so ein Tuch darunter geht, die ganze Schneedecke. Das zerbricht in ganz kleine Teile. Und in kleineren Teilen, hier ist das praktisch die Subjektive, also innen. Und eben wie ein Brett, also die gebundene Schicht, rutscht da ab und sagt IPI runter ins Tal. Wenn wir da eben drin sind, dann fühlen wir uns meistens unglücklich, wie hier der Skifahrer, der diese Lawine ausgelöst hat. Noch mal ein bisschen näher, noch einmal ein bisschen so. Er versucht jetzt hier so ein Fluchtversuch, aber meistens ist es nicht wirklich möglich. In dem Moment, wo die Lawine losbricht, ist eine Sekunde, sagt, hey, jetzt gehe ich hinunter ins Tal und dann ist es mindestens 50 km/h. Je nach Steilheit kann es auch deutlich schneller werden. Ja, das war der erste Themenblock zu den Lawinenarten. Jetzt haben wir ein paar Fragen für euch. Also zückt gleich mal euer Handy. Es kommen einige Fragen. Vielleicht habt ihr gut aufgepasst. Bei welcher Lawinenart gibt es die meisten Unfälle mit starken Verletzungen oder Todesfolge? Die vier Lawinenarten hat der Peter ja vorgestellt. Schneebrettlawine, Nassschneelawine, Kleidschneelawine oder Trockenschneelawine. Und es war wohl zu leicht, die Frage. Also ganz eindeutig die Schneebrettlawine. Es kann schon mal große Nassschneelawinen geben, da die werden jetzt ein bisschen mehr hier wieder abnehmend, die dann vielleicht mal Gebäude treffen oder auch ein Auto und da dann leider für fatale Folgen sorgen. Aber in der Regel die Sportlerlawine, Wintersportlawine ist eben die klassische Schneebrettlawine. Gut, dann nochmal gleich weiter zur nächsten Frage. Ab welcher Hangsteilheit kann sich denn so ein Schneebrett lösen? Waren das 25 Grad, 30 Grad, 35 Grad, 40 Grad? Der Peter hat da ja einige Zahlen genannt, die waren den verschiedenen Lawinenarten zugeordnet. Jetzt sagt ihr mir mal, was gilt fürs Schneebrett?
ab welcher Hangsteilheit. Los geht's, wenn sie freigegeben ist. Ich sehe noch kein Ergebnis, leider. Ah, jetzt sieht man es, jawohl. Es haben schon viele abgestimmt. Und 30 Grad macht das Rennen wohl. Da wird sich auch nicht mehr viel ändern. Jawohl. Ja, ganz genau. Gut aufgepasst. 30 Grad, wenn ihr euch fragt, was ist das draußen? Das ist ungefähr die Hangneigung, wo die meisten Tourengeher, Skitourengeher Spitzkehren machen. Also im Aufstieg, da wird es dann so steil, dass man dann immer bequem um die Kurve läuft. Also macht man Spitzkehren. Ja, und in dem Bereich 30 bis 35 Grad, das ist auch die Hangneigung, wo das Skifahren den meisten Leuten die größte Freude bereitet. Also hier ist eine Überlappung, dass da, wo man eben gerne fährt, auch sich Schneebretter dann lösen können. Und deshalb sollte man eben schon wissen, ob man da reinfährt oder nicht. Bevor jetzt der nächste Themenblock zur Lawinenlagebericht startet, eine erste Frage dazu vorab. Wenn ihr den Lawinenlagebericht vor einem Tourentag lest oder anschaut, welche Info schaut ihr euch denn da an? Das ist jetzt eine Wortwolke. Das heißt, ihr müsst tippen. Ihr dürft mehrere Sachen tippen, Stichwörter oder Halbsätze, möglichst danach immer wieder einzeln abschicken, damit sich das aufaddiert werden kann hier in der Wortwolke. Und das, was am häufigsten genannt wird, das erscheint dann hier am größten. Okay, da gibt es das gleiche Wort oder der gleiche Sinn wird in verschiedenen Worten ausgedrückt. Warnstufe, Lawinenstufe, Gefahrenstufe, damit ist wohl alles das Gleiche gemeint. Dann stehen da aber wirklich viele Sachen. Die Probleme werden genannt, die Lawinenart, die Schneedicke, Wetter, Gelände, Gefahrenmuster, die Piktogramme. Okay, da wird noch getippt. Wir warten noch ein bisschen. Immer noch wird getippt oder wieder. Die Gefahrenstellen, die Lawinenarten. Der Neuschnee, ich vermute, damit ist die Neuschneemenge gemeint. Die Ausrichtung. Kernzonen, Tendenz, okay, also ganz schön viel, ja. Der Renner macht sicher die Warnstufe, das ist natürlich die allererste Info, die man erstmal wissen will. Und dann wohl die Exposition, wurde am häufigsten genannt, Höhe. Jawohl, die Abstimmung ist beendet, vielen Dank. Und dann noch eine letzte Frage, bevor ich weitermache. Wie gut schätzt ihr euch denn ein, dass ihr die Info aus dem Lawinenlagebericht versteht? Also da gibt es 4 Stufen. 1 wäre sehr gut, ich verstehe alles. Oder 4 wäre eher schlecht, ich verstehe eigentlich nur die Gefahrenstufe. So, ihr seid gerade am Tippen, am Einschätzen. Also es gibt auch immerhin einige, die sagen, ja, ich verstehe eigentlich alles an Info. Ungefähr gleich viele sagen, nee, ich verstehe nur die Gefahrenstufe. Das wäre bei mir so, wenn ich einen italienischen Bericht hätte. Und die meisten, fast die Hälfte, sagen, okay, ich verstehe doch immerhin einiges, wenn auch nicht alles. Ja, das sieht gut aus. Das freut uns. Gut, dann mache ich mal thematisch weiter. Es geht jetzt um den Lawinenlagebericht. Ich muss, glaube ich, nochmal klicken. Jawohl. Also das ist ja ganz schön viel Info, ein großes Dokument, großer Text und Bilderteil, der uns da jeden Tag zur Verfügung gestellt wird und das in vielen Regionen und dann nochmal weiter aufgedröselt in kleinere Gebiete, also ein super Service. Das ist eine Zusammenfassung der Wetterentwicklung und des Schneedeckenaufbaus.
manchmal für einen größeren Zeitraum und manchmal nur für den letzten Tag, die letzten paar Tage, was eben gerade relevant ist. Und anhand von diesen Informationen wird dann eben das Lawinenrisiko, die Lawinengefahr eingeschätzt. Er ist für uns die Grundlage, mit der wir dann planen und mit der wir auch entscheiden. Da kann man ruhig auch unterwegs immer mal wieder draufschauen. Den hat man dabei, heutzutage wahrscheinlich viele auf dem Smartphone oder auch mal ausgedruckt und kann dann da auch mal gucken, was genau da genannt wurde. Der ist immer gleich aufgebaut. Das Erste, das Wichtigste ist, wie hoch ist die Gefahrenstufe? Zur Gefahrenstufe sage ich gleich nachher noch was, aber das ist so das Erste, was auch die meisten Leute gleich draufschauen. Dann das Nächste ist, was ist denn das Lawinenproblem? Weshalb ist da heute diese Gefahrenstufe? Seit ein paar Jahren wird auch die Größe der zu erwartenden Lawinen genannt, wobei auch kleine Lawinen lebensgefährlich sein können. Also hier Vorsicht, vor allem auch im Absturzgelände. Oder wenn uns das am späten Nachmittag erwischt und wir kommen dann nicht mehr zurück, dann hat man vielleicht auch ein Erfrierungsproblem. Dann die Zusatzbelastung, wann kann man die Lawine auslösen oder kommt sie von allein? Wo sind die Gefahrenstellen? Und dann noch weitere Details zum Schneedeckenaufbau. Hier ist mal ein Beispiel von so Piktogrammen. Da ist jetzt ganz ohne Text, kann man da schon ganz viel rauslesen. In dieser Art Karte sieht man, aha, da ist orange und grün, also Stufe 3 erheblich. Und drunter in den Tallagen, das erkennt man, wenn man ein bisschen die Karte lesen kann, ist es aber nur Stufe 1. Geringe Lawinengefahr ist auch hier mit der Höhe rechts daneben dargestellt. Eben die Höhenangabe, auch die Tendenz. Und dann eben, was sind die Probleme? Die Piktogramme sind so gewählt, dass man da möglichst intuitiv versteht, um welches Problem es eben geht. Und da auch nochmal, wo denn dieses Problem ist. Weil nicht in jeder Höhe, nicht in jeder Exposition das gleiche Problem gibt. Bei den Gefahrenstufen, da gibt es 5 von gering bis sehr groß. Stufe 1 ist grün, gering, Stufe 2 mäßig, 3 erheblich, 4 groß und 5 sehr groß. Und bevor ich dazu mehr sage, kommt ihr wieder dran mit einer ganz schnellen Umfrage, eine Blitzumfrage. Bei welcher Gefahrenstufe passieren denn die meisten tödlichen Unfälle? Was schätzt ihr? Stufe 1 gering, Stufe 2 mäßig, Stufe 3 erheblich, Stufe 4 groß, Stufe 5 sehr groß. Aha. Also einige meinen bei 2, wenn man quasi die Lawinengefahr unterschätzt. Und dann bei 3, bei einer erheblichen Lawinengefahr, glauben 82%. Okay, bevor ich auflöse, haben schon die meisten jetzt abgestimmt, machen wir noch eine nächste Frage, nämlich welche Gefahrenstufe herrscht denn eigentlich am häufigsten? Also an den meisten Tagen in einer Saison, wenn es den Lawinenlagebericht gibt. Was schätzt ihr, welche Gefahrenstufe gibt es am häufigsten? Aha, das schwankt hier zwischen 2 und 3. 4 glauben auch manche, wenige. 2, 3, wer macht das Rennen? Ah, knapp. Ist ja nur eine Einschätzung. Okay, da wird noch abgestimmt. Ja, also ganz knapp ist Stufe 2 vorne und nach eurer Einschätzung und Stufe 3 ist aber dicht gefolgt. Okay, lösen wir das Ganze auf. Tatsächlich herrscht Stufe 2 am häufigsten. Also ungefähr die Hälfte aller Tage im Winter wird Stufe 2 ausgerufen. Und an den anderen Tagen verteilt sich es dann eben auf die anderen Gefahrenstufen, wobei da Stufe 3 dann als zweites dabei ist, also mit 30% der Tage. Und bei Stufe 3 passieren die Hälfte aller tödlichen Unfälle, also die meisten eben in einer Stufe, wart ihr vorhin richtig. Wenn wir uns noch mal genauer die Stufen uns anschauen, diese Stufe 5 sehr groß, die gibt es nicht jedes Jahr zum Glück und auch nicht in jeder Region.
Wenn die ausgerufen wird, dann ist es richtig schlimm. Nach starken Neuschneefällen über längere Zeitraum, dann sind Gebäude, Siedlungen, Ortsteile, ganze Orte in Gefahr, Straßen und so weiter. Also da weiß man eigentlich, da geht man immer auf Tour, da geht man vielleicht auch gar nicht mehr raus, da guckt man wirklich, dass man sicher bleibt. Auch die Stufe 4 gibt es an nicht so vielen Tagen und da wissen auch die meisten, okay, da muss ich wirklich gut wissen, was ich mache und da bleibt man vielleicht lieber zu Hause. Am schwierigsten das Ganze einzuschätzen ist eben die Stufe 3 erheblich. Und deshalb passieren da eben auch die meisten Unfälle, weil das eben auch sehr unterschiedlich sein kann, was da bei Stufe 3 los ist. Und wenn man jetzt Stufe 5 weglässt, dann haben wir nämlich nur noch 4 und da gibt es keine Mitte. Deshalb 3 von 5, denkt man, oh, das ist ja ungefähr so mittlere Gefahr, aber so ist es eben nicht. Wenn man sich mal andere Worte für erheblich anschaut, habe ich mal gemacht, dann findet man Worte wie signifikant, beträchtlich, ernst, ausgeprägt, stark, enorm, gewaltig, deutlich. Also Stufe 3 ist schon ordentlich, ja. Wie gesagt, hier stark oder enorm eben erheblich. Und das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Da muss man wirklich wissen, was los ist. Und häufig wird dann auch im Lawinenlagebericht genannt, Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr ist notwendig. Jetzt gibt es noch eine Neuigkeit bei den Stufen brandaktuell für den kommenden Winter, wenn es losgeht, und zwar die Schweizer, der Schweizer Lawinenfilter, die machen jetzt innerhalb der oberen 4 Stufen, also mit Ausnahme von Stufe 1 gering, stufen die noch ab in Plus, Gleich und Minus. Eine 3- wäre dann sowas wie ein schwacher Dreier. Eine 3- wäre quasi der normale Dreier und 3+ wäre sowas wie ein strenger Dreier, fast schon Richtung 4, aber eben noch Stufe 3. Die haben das über 6 Jahre jetzt für sich selber intern erprobt und haben das ausgewertet und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt wird es eben auch postuliert, ausgerufen jeden Tag. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann über die Jahre entwickelt und ob die anderen Lawinenwarndienste da dann auch nachziehen. Was wird noch genannt im Lawinenlagebericht? Das sind die 5 Lawinenprobleme. Da geht der Peter nachher noch näher drauf ein. Deshalb möchte ich da gar nicht so viel dazu sagen, nur eins, diese Symbole, wie ihr sie jetzt hier seht, diese Piktogramme, die hat jetzt auch das Schweizer Lawinenbildner übernommen, also die sind jetzt auch genauso da drin, damit es eben europaweit noch einheitlicher ist und man da grenzübergreifend besser zurechtkommt. Ganz wichtig im Lawinenlagebericht ist, wo sind denn die Gefahrenstellen, und zwar die Höhe und die Exposition. Exposition ist was sich innerhalb einer Tour häufig ändert. Ja, gut, die Höhe auch, man läuft ja in der Regel nach oben. Aber Exposition ist eben nicht so einheitlich, wie man das vielleicht vorher denkt. Ah ja, okay, das ist ein Südhang oder das ist ein Nordhang, aber man hat dann durchaus andere, die Nachbarexpositionen mit dabei. Also da müsste man kleinräumig schon ein bisschen schauen. Bei der Höhe ist noch wichtig, dass die nicht genau Meter genau zu nehmen ist. Das sieht man auch hier, da ist so ein Übergangsbereich, so um die 2-4 in diesem Beispiel, wechselt dann eben von Stufe 2 zu Stufe 3. Und wenn man den Lawinenlagebericht aufmerksam liest, wird da eben genannt, was die Probleme sind. Und dann kann man vor Ort vielleicht einschätzen, wo dann da tatsächlich jetzt von Stufe 2 auf Stufe 3 gegangen ist. Das ist jetzt ein schönes Bild von Peter, wo man die Lichtschattengrenze sieht. Und das zeigt mir eben dann hier die Exposition. Ich habe auf der einen Seite die Nordhänge, die im Schatten bleiben, und auf der anderen Seite die Südhänge. Da sieht man jetzt auch schön die Rundung, der eben schon früh von Osten, Mittag, Süden und dann auch gegen Nachmittag, Südwest Sonne abkriegt. Das heißt, nicht immer in der Sonne ist es schlecht oder in der Sonne ist es gut oder im Schatten ist es gut oder schlecht, ganz nach Jahreszeit, Saisonzeit und eben auch nach dem Lawinenproblem. Deshalb sind die so wichtig. Zuletzt noch eine kurze Benennung des Textes. Der ist sehr, sehr lang und das versteht man auch gar nicht immer so auf Anhieb, was da alles genannt ist.
Da empfehlen wir mal, einen Kurs zu besuchen, haben ja die meisten von euch schon mal gemacht, wo das im Detail durchgesprochen wird und mit viel Erfahrung über die Jahre kommt man dann da rein, dass man das versteht und dass man das dann auch für sich behält, um was geht es denn heute eigentlich. Ich würde jetzt aber hier den Rahmen sprengen, da irgendwie ein bisschen näher drauf einzugehen. Ja, das war der Block Lawinenlagebericht. Bevor jetzt der Peter weitermacht mit den Lawinenproblemen, will ich noch von euch was wissen, oder wir wollen es von euch wissen, nämlich wie gut ihr euch einschätzt, dass ihr am Tourentag das vorherrschende Lawinenproblem im Gelände erkennt. Da ist jetzt eine Abstufung von 1 bis schlecht. 1 bedeutet sehr gut, jawohl, das erkenne ich. Und 6 bedeutet, nee, keine Chance, für mich ist alles weiß, ich erkenne da überhaupt keine Unterschiede. Stimmt mal ab, wie ihr euch selber so einschätzt. Dass ihr das draußen im Gelände auch erkennen könnt. Okay, also ganz wenige von euch sagen, sehr gut, erkenne ich. Immerhin einige sagen, total schlecht erkenne ich das. Und die große Tendenz mehr zu nicht so gut, immerhin zusammen 50% sind da dabei. Gut. Dann passt es ja wunderbar, dass euch jetzt der Peter wieder was zu den Lawinenproblemen erzählt. Lawinenproblem Neuschnee. Hier ist genau wie der Wintersportler als Zusatzlast der Neuschnee die Zusatzlast. Und ob dann innerhalb der Neuschneeschicht dann die Schwachschichten sind und so eine Lawine abgeht oder diese Neuschneeschicht dann meine ältere Schwachschichten dann belastet und dann die Lawine abgeht. Das ist ungefähr das Gleiche. Im Endeffekt. Und im Prinzip muss man sich vorstellen, dass ich kurz vorm Umkippen bin und dann kommt noch jemand und schubst mich auch noch. So ungefähr ist Lawinenproblem Neuschnee. Wie ich das erkenne, ist relativ leicht, Neuschnee, weil es ja schneit und während des Schneefalls ist es eben kritisch und ungefähr ein paar Tage danach, bis der Schnee sich dann stabilisiert und setzt. Meistens werden natürlich auch, weil es ja überall schneit, in allen Expositionen auf den Nord- wie Süd- und Ost- und Westhängen auch, alle Expositionen betreffend sein. Und irgendwann, je nachdem, kann es sein natürlich, dass die Schneefallgrenze dann gewisse Höhe hat, später dann im Winter Richtung März, April, dann ist es etwas höher, aber so Januar, Februar kann es bis in die Tallagen schneien, dann ist es einfach von unten weg das Problem. Dann kommen wir weiter zu dem Triebschnee als Lawinenproblem. Der Spruch, Wind ist der Baumeister der Lawine, stimmt. Typische Hinweise wären für so Triebschneelawinen, natürlich so ganz frisch das Schneetreiben, wie auf dem Bild zu sehen ist. Der Schnee wird verfrachtet durch den Wind und dort, wo es abgelagert wird, liegt eben ein Triebschnee. Hier gibt es dann eben auch die Wurmgeräusche. Da können Wurmgeräusche auftreten. Das ist, wenn ich dann das hört sich an wie ein Wumm, allerdings habe ich immer wieder erlebt, dass nur die erste Person, die dann das verursacht, den Wumm hört und dahinter die anderen dann womöglich nicht mehr. Also die erste Person muss dann immer aufpassen und es weitererzählen, weil Wumm kehre um. Und dabei habe ich noch das Glück, dass ich in flacheren Gelände praktisch
diese ganzen Bruchmechanismus, Initialbruch und Bruchfortpflanzung auslöse. Aber es ist noch nicht steil genug, dass die Lawine auch abrutschen könnte. Würde so einen Wumm machen und ein Riss würde sich bilden. Dieser Riss ist dann eben im Gegensatz zu den Gleitschneerissen so ungefähr, dass ich meine Hand, meinen Finger reinstecken kann. Das ist deutlich dünner als bei den Gleitschneelawinen. Und natürlich frische Lawinen sind auch ein Zeichen dafür, wenn eben der Wind ist ganz prekär den Schnee verfrachtet und das Problem, Lawinenproblem, Triebschnee verursacht. Die Windzeichen sind hier sehr gut zu sehen. Unser Pfeil zeigt, von links nach rechts kommt der Wind. Zuerst nehmen wir die Windgangeln, das sind Winderosionsformen. Hier zu sehen ist dann die etwas überhängende, kleinere, steilere Seiten sind windzugewandt. Ganz im Gegensatz zu den Dünen, wo die steilere Seite windabgewandt ist. Und meistens treffen nicht so festgefrorene Personen, aber zum Beispiel ein Gipfelkreuz, ein großer Stein könnte sowas dann machen wie unser Manneken da in der Zeichnung. Anraum kommt auch mit dem Wind und die in der Luft, die Feuchtigkeit friert an den Gegenstand, der kalt ist und so wächst es immer entgegen des Windes. Windkolk wäre ein frei gewehter Bereich, praktisch ein Loch vor dem Hindernis, was im Hindernis im Wege des Windes. Dahinter ein Kometenschweif, wo im Windschatten sozusagen der Schnee abgelagert wird, eine Wächte. Muss aber nicht immer nur als ein Grat seine Wächte entstehen, sondern im Hang bis zum so Wellen können auch Hangwächten entstehen. Das sind alles Windzeichen dafür, dass ich eben das Lawinenproblem Triebschnee erkenne. Ein Bild dafür ist das nächste. Hier windabgewandte Hänge, wo ich dann eben mein Triebschnee finde. Rinnen, Mulden, wo es sich so ablagert, hinter Geländekanten und Bergkämmen, finde ich es vor. Da sehen wir eine Person, die dann so rüberkommt auf einem älteren Triebschneepaket. Das ist wie so eine schöne Decke da so hingelegt. Also so Kissen kann man sich vorstellen. Der Wind hat es da hin verfrachtet. Und zum Fotografen hin, schauen sogar die Steine raus, das sind eben die ganz kleinen Gangel, das sind die Erosionsformen, da wurde es abgeweht. Das ist wissen Sie, ein leichter Expositionswechsel, wo die Person läuft, schaut zu uns hin, zum Fotografen hin und danach ist es, schaut ein bisschen weg. Die eine Seite hat mehr Wind gekriegt, die andere Seite hat dann die Ablagerung bekommen. Man kann sich so Eselsbrücke bilden, Luv und Lehänge. Luv endet mit V, voll mit Wind. Also das ist die windzugewandte Seite. Und Leh, das ein bisschen länger aussprechen, leer, da ist Windleere, da wird es abgelagert. Und so kommen wir dann zum Lawinenproblem Altschnee. Da wären Wummgeräusche auch typisch oder können auftreten, genauer formuliert. Allerdings habe ich da eine Schwachschicht deutlich tiefer in der Schneedecke, die auch länger vorhanden ist, ziemlich anhaltend. Meistens tritt es dann auf in so Schattenhängen, muss aber nicht nur in Schattenhängen auftreten. Und Fernauslösungen sind auch möglich, weil es eine höchstwahrscheinlich eine sehr große Fläche, ein einziger großer Nordhang dann die Schwachschicht hat. Und wenn ich da im unteren Bereich durchlaufe, dann kann ich auch den kompletten Hang deutlich weit, mehrere hundert Meter weiter
oberhalb von mir oder auch seitlich auslösen, wenn es eben diese Problematik hat. Das ist eine sehr anhaltende, zeitlich lang anhaltende und auch flächig, großflächig vorhandene Schwachschicht hat. Wenn wir dazu Schneeprofile graben, können wir das dann ein bisschen besser beurteilen und erkennen oder erkennen und dann beurteilen. Hier die Bilder zeigen dann so, wenn ich das ganz vorsichtig mit der Lawinenschaufel, Säge und so weiter, fast wie ein Kunstwerk, dann so rausgraben kann, eine dünne Schneemauer sozusagen und gegen die Sonne am besten das anschaue, dann sehen wir die unterschiedlichen Schichten. Meistens werden die helleren Bereiche auch bedeuten, dass dort auch weichere Schneeschichten sind, die Schneekristalle mit weniger Bindung und darüber dann die unterschiedlich gebundene und verfestigte Schneeschichten, die runterrutschen könnten. Ein typisches Altschneeproblem wäre dann noch Schwimmschnee, was ganz unten am Boden dann entstehen kann, große kantige Kristalle. Beim Altschnee mögen wir noch erwähnen, dass es auch ziemlich lange dauern kann. Das ist tief in der Schneedecke. Das isoliert sich sehr gut. Es ist sehr schwer zu erkennen, weil das ist einfach drin, ein schöner weißer Hang. Kritisch sind Zonen mit dünner Schneedecke oder eben der Übergang von viel Schnee zu wenig Schnee. Immer wieder wird es so verursacht, bei Altschneeproblemen eine ganz große Lawine ausgelöst wird, praktisch am Skidepot, der erste Schritt aus dem Ski in den Schnee. Da sinke ich ein bisschen tiefer ein, wirke tiefer in die Schneedecke, erreiche am Rand dieses große Schneepaket dann die Schwachschicht und kann halt den ganzen Hang runterrutschen und womöglich alle anderen, die sich in diesem Hangbereich befinden, dann mitreißen. Deswegen ist das Altschneeproblem eine der Hauptursachen von tödlichen Lawinenunfällen. Da kommen wir zu dem Lawinenproblem Nassschnee. Hier die Piktogramme stimmen zufälligerweise, also das Piktogramm Süd, gerne mal dann in dem Fall Richtung Frühjahr dann etwas kritischer. Nassschneeproblem wird verursacht dadurch, dass Wasser in die Schneedecke eindringt. Das ist beim Regen, es leuchtet ein, der Regen fällt auf den Schnee, sickert rein, Festigkeitsverlust wird verursacht. Und das würde dann natürlich alle Hangrichtungen beeinflussen. Bei Erwärmung sind das eher die Südhänge. Und das kann sein, ein Nassschneelawine kann als Schneebrett runtergehen oder Lochschneelawine. Schneebrett, wenn eben das tiefer eindringt und irgendeine Schicht oder eine Schichtgrenze dann diese Festigkeitsverlust dann stattfindet und dann rutscht die Lawine ab. Wenn es auf der Oberfläche bleibt, dieser Festigkeitsverlust, dann ist es eher nur eine Lockerschneelawine. Eine gute Sache ist eben, wie das Bild zeigt, früh losgehen und auch früh zurück, fast bei Dunkelheit, beim ersten Sonnenlicht losgehen und bevor die Erwärmung wirklich seine Wirkung ausfalten kann auf die Schneedecke, dann schon zurück zu sein. Allerdings am kritischsten sind immer die ersten Tage praktisch, wo die Erwärmung passiert oder Wasser in die Schneedecke eindringt. Danach wird es dann minimal ein bisschen abnehmen mit spontanen und mit den Nassschneelawinen, die dann ableiten. Wenn wir danach die Gleitschneelawinen anschauen, das Problem, es ist jetzt relativ neu erforscht, noch nicht, also nicht ganz genau erforscht, neue Sache, das haben die jetzt auch dazu genommen,
Ihr gleitet die gesamte Schneedecke auf dem Boden auf, sind aber ganz leicht zu erkennen. Die Stellen, wo es abgehen kann, genau dort, wo diese Fischmäule sind. Und ob es nachts ist oder Tag ist, das ist denen ziemlich egal, den gleichen Lawinen, können als kalte, trockene Schneedecke runterrutschen oder nasse Schneedecke auch und kann praktisch sehr lange vorhanden sein, fast den gesamten Winter, weil die Ursache ist eben der Wasser auf dem Boden. Der Zeitpunkt, wann seine Lawine abgeht, ist bis jetzt absolut nicht vorhersehbar. Deswegen einfach diese Stellen, wo ein Gleitschneeriss sein Fischmaul dann sich zeigt, meiden. Gut, das war jetzt der Themenblock zu den Lawinenproblemen und damit sind uns insgesamt unsere drei Themenblöcke auch durch. Uns ist bewusst, dass das nur Bereiche waren von diesem großen Puzzle Beurteilung der Lawinengefahr. Was wir heute gar nicht angesprochen haben, ist eben die Planung und Entscheidung. Das ist ja ganz elementar. Ich entscheide mich, wo fahre ich hin, wenn ich dort bin, welche Tour mache ich und auf Tour muss ich wieder entscheiden, in welchen Hang fahre ich rein oder nicht oder wann drehe ich um. Als Hilfsmittel gibt es da die 3x3 Tourenplanung, eben gerade auch zeitlich und räumlich abgestuft, dann das DAV Lawinenmantra als Entscheidungsstrategie, die letzten Jahre sehr propagiert. Beides hilft uns eben, dass wir da keine Informationen verlieren, dass wir das immer nach einem festen Schema machen, was dem Menschen allgemein eben hilft, da auch zu einer guten Entscheidung zu kommen. Auch wirkt damit rein grafische Reduktionsmethoden oder probabilistische Einschätzungen wie die Snowcard oder Stop or Go vom österreichischen Alpenverein und dann als digitales Planungstool den Skitourenguru, der mir eben zu konkreten Touren da eine Einschätzung gibt. Soll aber kein Entscheidungstool sein, sondern überwiegend in der Planung eingesetzt werden. Gibt es nicht nur für die Schweiz, wie die Endung hier scheinen mag, sondern gibt es auch für weite Teile der Ostalpen mittlerweile. Wo ihr auch noch weitere Infos und wirklich gute Sachen findet, ist auf ortovox.com bei dem Snowlab. Und natürlich auch WhiteRisk.ch über SLF.ch. Und da gibt es ja auch diese App, WhiteRisk, die wird demnächst vor dem Winter noch oder ja, dieses Jahr während dem Winter aktualisiert. Wer das nicht automatisch auf seinem Handy hat, der soll da immer mal wieder draufschauen, weil das lohnt sich. Da gibt es einige neue Features, die da programmiert haben. Also da die neueste Version bringt Vorteile. Der Faktor Mensch ist auch ein wichtiger Faktor, weil wir ja selber unsere Lawine auslösen. Und da müssen wir ein Gleichgewicht finden zwischen Risiko und Erlebnis. Und zum Beispiel der Spruch, hier habe ich noch nie eine Lawine gesehen. Oder ich habe es sehr oft erlebt, dass beim Sonnenschein jeder mitkommt, egal wie gefährlich das sein soll. Während beim Nebel musste ich immer ganz allein gehen, weil keine Lust hatte, obwohl da Gefahrenstufe 1 und so weiter herrschte. Und natürlich, je größer die Gruppe, desto interessanter könnte es sein. Da ist dann die Kommunikation ganz wichtig. Wenn ich irgendwie andere Meinung bin als die Gruppe, mit der ich unterwegs bin, muss ich mir immer überlegen, wie ich meine Entscheidungen dann einem anderen erklären würde. Und da kann ich dann meine Argumente dann äußern und dann vielleicht macht die Gruppe dann eben mit und denkt mit. Eine Sache, was man euch auf den Weg geben kann, bei einem unguten Gefühl und unguten Bauchgefühl soll man die Sache ernst nehmen. Und eben beim guten Gefühl soll man das mit Fakten unterstützen während der Tour. Lawinenverschütteten Suche
Wie wir sehen, hier ist jetzt die Überlebenswahrscheinlichkeit zu sehen. Wenn ich verschüttet werde in der Lawine, habe ich bis relativ kurze Zeit relativ hohe Chancen zu überleben und danach sinkt es drastisch. Ja? Man sagt ungefähr 15 Minuten und danach ist es halt eher gering, dass ich es überleben kann. Deswegen das Wort Kameradenrettung ist sehr wichtig. Was jetzt hier nebendran ein bisschen so mit dem Zeichen dargestellt ist, dass wir, weil wir vor Ort sind, im Gegensatz zu der Rettung und im Gegensatz zu allen anderen, wir sind vor Ort, wir können sofort helfen. Und wenn ihr das so übt, übt ihr nicht nur die einzelnen Teile, die hier sozusagen als Bild aufgelistet sind, sondern auch den gesamten Ablauf inklusive Notruf absetzen und wie man die Gruppe einteilt. Mit Signalsuche, Grobsuche, Feinsuche und Punktsuche. Mit den heutigen LVS-Geräten macht es auch richtig Spaß und es ist relativ einfach, nachdem man das eigene Gerät ein bisschen kennengelernt hat und übt damit und auch das richtige Ausschaufeln hin zu vom Hang weg, von unten weg zur Sonde hin. Und so komme ich da relativ gut zum Verschütteten und kann ihn gut versorgen. Zum Schluss kommt noch ein Video ohne Worte. Auch nichts Besonderes, aber... Dann haben wir abschließend noch eine Frage, wie es bei den anderen Updates auch gab, nämlich was wünscht ihr euch denn fürs nächste Mal, was wir noch nicht ganz versprechen können, dass es das gibt. Aber wenn es das gibt, wollen wir natürlich auch auf eure Wünsche eingehen. Wieder eine Wortwolke, also tippt mal bitte ein paar Stichwörter, Schlagwörter, was ihr gerne noch erläutert haben möchtet. Okay, die Tourenplanung, die Lawinenverschüttetensuche, denke ich mal, dass das heißt, nicht wie die LVS-Geräte funktionieren. Ah ja, Bilderanalyse von Hängen, noch mehr Fokus aufs Schneebrett, die Schneephysik, ja, aufbauende, abbauende Umwandlung, was da die Kristallmetamorphose ist, bei welchen Temperaturen die stattfindet. Da kann man noch viel drüber erzählen. Alpinklettern, okay, das kriegt ihr woanders. Routenbohren kriegt ihr auch woanders. Alles, was mit Klettern zu tun hat. Das Mantra taucht hier auf. Und als großer Block die Tourenplanung nochmal. Okay, und während die letzten Leute tippen, übergebe ich das Wort wieder an die Lea. Genau, vielen Dank euch zwei. Ich sag schon, also am Ende dieses Winters kann ich dann genauso gut Skifahren wie die Leute in den Videos jetzt am Ende. Ich arbeite dran. Genau, ihr könnt gerne noch jetzt bei Slido eintragen, was ihr euch noch wünscht, sollte es weitere Updates geben. Ich würde trotzdem mal sagen, dass wir hier auf der PowerPoint mal weitergehen. Genau, nämlich dazu, wo ihr die Updates später findet. Wir haben schon angekündigt, wir machen die wir haben jetzt quasi Videos aufgezeichnet. Die schneidet uns jetzt der Benno. Und wenn das fertig ist, dann findet ihr das Video und eben alle weiteren Infos, alle Webseiten, die jetzt in den Videos waren und so weiter, findet ihr dann eben auf jdrv-bw.de.
unter dem QR-Code quasi, könnt ihr euch jetzt die Seite quasi schon mal bookmarken. Genau. Und dann eben, weil es ja ein Update ist und heute Morgen ganz frisch noch was auf der DAV-Webseite erschienen ist, kriegt ihr jetzt mal einen Link in den Chat. Es gibt nämlich jetzt tatsächlich noch nicht von Seite der Hersteller, aber immerhin von Seiten des DAVs eine Rückrufaktion zu den Pieps, also zu den Pieps-Mikros. Die haben ein Update oder einen softwareseitigen Fehler, den man sich bei Pieps freiwillig updaten lassen kann. Das dringende Appell, das auch zu tun, das kam jetzt eben heute Morgen erst ganz frisch auf die Website. Also schaut gerne mal auf jeden Fall da rein, wenn ihr einen Pieps habt. Und auch sonst findet ihr da eigentlich immer alle Sicherheitshinweise, eigentlich so die ganzen kleinen Updates, die es unterm Jahr gibt, wenn irgendwas mit dem Material nicht stimmt. Nicht nur auf den Winter bezogen. Genau. Und dann gehen wir auch schon einmal weiter zur Fragerunde. Wer von euch es vielleicht schon entdeckt hat, es gibt in Slido die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das könnt ihr gerne nutzen, jetzt für die Fragerunde. Oder ihr stellt einfach hier im Zoom-Chat die Fragen. Könnt ihr jetzt einfach schon mal anfangen, was euch jetzt noch in den Sinn gekommen ist, was ihr gerne noch Claudi und Peter fragen möchtet. Ich werde dann die Fragen so ein bisschen sortieren. Ihr könnt auch in Slido voten, sozusagen, welche Frage euch besonders interessiert. Und dann werden wir gleich noch gucken, dass wir möglichst viele von diesen Fragen beantworten. Also einmal was in den Chat stellen, einmal quasi in Slido was fragen und gerne auch hochvoten quasi, wenn euch eine Frage besonders gut gefällt. Und während ihr fröhlich am Tippen seid, werde ich einmal noch ein großes Dankeschön los. Zum einen natürlich an Claudi und Peter, die dieses Update vorbereitet haben, die da die Zeit und die Arbeit reingesteckt haben, die sich darauf eingelassen haben, das Ganze mal als Online-Update zu machen und nicht so, wie sie es sonst immer machen, auf Schulungen mit den Leuten im Gelände, sondern mal so ein bisschen flacher, in 2D quasi. Vielen, vielen Dank an euch. Ich fand's super. Ich hoffe, der ganze Rest auch. Ich nutze jetzt einfach mal hier diese fancy Reaktion und klatsche mal virtuell für euch. Ich glaube, das bei dem Mikro wird sonst nichts. Und wo wir gerade am Klatschen sind, klatsche ich gleich noch mit. Auf jeden Fall für den Bundesverband, der das Ganze einmal finanziell unterstützt hat. Genauso wie den Landesverband Bayern und eben den Landesverband Baden-Württemberg, der JDRV, die uns hier organisatorisch, finanziell mit allem Möglichen unterstützt haben. Oh, von den Karlsruhern gibt es sogar Bildapplaus. Das finde ich schön. Und dann auf jeden Fall noch Kathi und Nico, die haben das Ganze hier angeleitet oder angeleiert, haben die Idee zu den Updates gehabt, haben sich um die Finanzierung gekümmert. Vielen, vielen Dank. Die Kathi ist leider, deren WLAN ist leider, hat auf halber Strecke den Geist aufgegeben, hat sie mir geschrieben. Kein Internet mehr. Ich würde sagen, ich klatsche trotzdem mal virtuell für sie mit und werde das dann an sie weitergeben. Genau. Es kamen auch schon die ersten zwei Fragen rein. Oh, und hier Frage Nummer 3 sehe ich auch. Sehr cool. Oh, und 4. Sehr gut. Es kommen immer mehr Fragen rein. Das freut mich. Ich dachte schon, wir haben einfach gar keine Fragerunde, mangels Fragen. Deswegen, ich fange einfach mal an mit den Fragen. Gibt es die Folien online? Gute Frage. Haben wir bisher noch nicht gemacht. Claudi, Peter, ich glaube, wir reden nochmal drüber, ob wir einfach die Präsentation auch mit online stellen, oder? Aber das ist hier zu sehen dann nachher. Genau, also ihr findet auf jeden Fall die Präsentation quasi nachher im Video. Ob wir die Folien online stellen, werden wir dann einfach mal mitschauen, diskutieren wir die nächsten Tage. Kam die Frage noch nicht, aber schauen wir mal. Dann, ich glaube, da will jemand Tourentipps abhaben. Peter, wo hast du das letzte Video aufgenommen mit den Skifahrerinnen? Der erste Teil ist Desentis, der andere ist Kütai vom, wenn wir es nicht sagen, wie der heißt. Okay, also Desentis so und Kütai. Ihr wisst, wo es diesen Winter hingeht. Dann kommen wir noch einmal zu einem, eigentlich zu fast einer Kombifrage, da können wir zwei Fragen sehr schön kombinieren. Zum einen, was ist das beste Verhalten, wenn es dann passiert ist und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ich eine Lawine ausgelöst habe? Wie verhalte ich mich in der Lawine? Vor allem, wenn ich keinen Lawinen-Airbag habe,
aber auch wenn ich ein Lawinen-Airbag habe? Ja, versuche ich mal. Vielleicht kann Peter nachher ergänzen. Man versucht möglichst nicht verschüttet zu werden, irgendwie oben zu bleiben. Wenn es geht, zu schwimmen und zwar zu kraulen. Ich selber war noch nie in einer Lawine, dass ich das hätte irgendwie selber ausprobieren müssen. Und toi, 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 ich hoffe auch, dass es so bleibt. Also Kraulbewegungen, weil damit bleibt man immer irgendwie oben. Ich vermute, man ist erstmal geschockt. Man versucht, die Ausrüstung loszukriegen, Ski und Stöcke, weil die einen sonst wie so einen Anker nach unten ziehen und dann versuchen, oben zu bleiben oder irgendwie den Kopf draußen zu haben. Und wenn es dann langsamer wird und man merkt, man kann trotzdem nicht oben bleiben, irgendwie die Hände vors Gesicht, um da sich einen kleinen Hohlraum zu schaffen, damit man da eben länger Atemluft hat. Das sind so die klassischen Tipps, was ich machen soll, wenn man dann doch mal in eine Lawine kommt. Ganz am Anfang eben dieses Rausfahren, hat Peter ja vorhin schon gesagt, das gelingt den allerwenigsten. Vor allem halt mit so einem Schneebrett, ja. Okay. Hast du Ergänzungen, Peter? Sonst gehe ich gleich in den zweiten Teil der Frage. Und zwar, jetzt habe ich so einen Lawinen-Airbag. Wie sinnvoll ist der denn? Also was ist in eurer Einschätzung? Ist ein Lawinen-Airbag sinnvoll, wenn man auf Skitour geht? Als Zusatzausrüstung ist ein Lawinen-Airbag, was in meinem Rucksack das irgendwie reingepackt ist, reingearbeitet, ist sehr sinnvoll. Das ist die ermöglicht mir die beste Chancen, auf der Oberfläche von der Lawine zu bleiben und dadurch eben nicht komplett verschüttet zu werden, auch schnell gefunden zu werden und so weiter. Das ist das, die beste Zusatzausrüstung zum Helfholzgerät Schaufelsonde. Zusätzlich, weil ich das irgendwie auslösen muss selber. Wenn es mir nicht gelingt, dann funktioniert es auch nicht. Aber dadurch, dass meine Verschüttungstiefe verringert wird, sind meine Überlebenschancen auch deutlich höher. Da habe ich dann eine sehr große Chance. Heutzutage sind die auch nicht nur einfach hinten, irgendwie so Flügel, sondern um meinen Kopf herum, dass ich einfach weiterhin schnaufen kann, weil ich oberhalb der Lawine bleibe. Okay, also zusammengefasst, Cooles dabei zu haben, hilft auf jeden Fall was, aber ersetzt nicht die ganze restliche Ausrüstung und einfach das Wissen, gar nicht erst in die Lawine zu kommen. Es gibt Nicken, das ist sehr gut. Jetzt hat die Claudi vorher schon davon gesprochen, naja, man soll versuchen, einen Teil der Ausrüstung loszuwerden, also dass die sozusagen nicht als Anker wirken. Ja, wie ist es jetzt eigentlich, wenn ich Fangriemen am Ski habe? Das ist ein Nachteil? Zählen die als Anker? Wirken die als Anker? Also die moderneren Fangriemen, die es zu den modernen Bindungen gibt, die haben eine Sollbruchstelle, sodass sie tatsächlich bei einer sehr starken Kraft reißen. Also die brechen da irgendwo, je nach Modell gibt es da Unterschiede. Kann man schlecht ausprobieren, weil dann ist er kaputt. Aber die Kräfte, die in so einer Lawine wirken, die sind enorm. Ja? Und ich hoffe, dass das dann auch funktioniert. Ich persönlich habe keine Fangriemen. Okay. Wenn ihr übrigens jetzt eine Frage gestellt habt und ihr findet, die wurde jetzt nicht beantwortet mit dem, was ihr gesagt habt, dann schreibt gerne nochmal in den Chat, beschwert euch. Dann können wir vielleicht hier gleich, aber mindestens später im Schriftlichen nochmal ein bisschen nachsteuern. So, dann gibt es noch die Frage, ob ihr eine kurze Erklärung zum Messen von der Hangneigung mit Skistöcken geben könnt. Ihr habt die Möglichkeit zu sagen, nein, wir verlinken das nachher in dem Dokument, weil es mit Bildchen immer besser geht. Aber wenn einer von euch aus dem Stehgreif irgendwie mit den Armen rumfuchteln kann, genau, die Claudi macht schon vor, dann auf geht's. Also spontan würde ich sagen, wir suchen ein schönes Bild raus und schreiben ein paar Sätze dazu und dann ist es besser, wie jetzt hier irgendwie rumzuturnen. Aber ja, das geht. Es geht mit einfachen Hilfsmitteln und es geht mit technischeren Hilfsmitteln, dass man draußen die Hangneigung ganz gut abziehen kann. Da möchte ich dazu sagen, Skistock, es gibt von Pieps für ganz wenige,
ganz wenig Geld ein ganz kleines Hangneigungsmessgerät. Das befestige ich auf meinen Skistock. Und dann brauche ich nicht 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stöcke, sondern ein einziger. Und das halte ich dahin. Und es ist immer dabei. Einen Skistock habe ich immer dabei und kann sehr schnell das ablesen. Übrigens auch Temperaturmesser, also Thermometer, sehr praktisch. Das ist super, das schreibe ich mir auf den Weihnachtswunschzettel, das will ich auch. Okay, ich würde mal sagen, wir suchen das Bild so schnell wie möglich raus und stellen es dann so schnell wie es geht auf die Website, hoffentlich bevor die Skitourensaison groß anfängt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch 2 Fragen, die ich so sehe, und den Rest beantworten wir schriftlich, beziehungsweise schauen wir mal, wie viel Zeit wir da noch haben. So, was ist eigentlich mit anderen Gefahren beim Skitourengehen? Also, was gibt es für andere Gefahren außer Lawinen? Ah ja, die Claudi zeigt schon zum Peter rüber. Peter. Der Peter zeigt zu mir. Aha, spannend. Ja, Hitzestau. Lawinengefahr ist schon die Hauptgefahr. Und wenn ich natürlich das, je extremer das betreibe, desto lustiger wird es dann, weil dann kommen dann halt die anderen dazu. Dann, wenn ich dann irgendwann meinen Ski, den Rucksack schnalle, Steigeisen anziehe, irgendwo hochklettere, dann kommt die ganze Kletterei dazu. Irgendwelche Grate dann gehe, dann breche ich mit den Wächten ab, dann kommen einfach die ganzen Alpinismus-Sachen dazu. Und es ist vielleicht umgekehrt, wenn ich dann im Winter nicht auf Skitour unterwegs bin, sondern als Eiskletterer oder als Schneeschuhgeher, dann gibt es auch noch Lawinengefahr. Für mich, nur weil ich eben nicht Skitouren mache, heißt es nicht, dass dann die Lawinengefahr nicht vorhanden ist. Die Eiskletterer, die Zustiege oder die Lawinenbahnen oder Schneeschuh, wenn man da extrem unterwegs ist und nicht zurückrutscht mit dem eher altmodischen Gerät, dann, also historisch besser gesagt, historisches Sportgerät, dann kommt man auch in höhere Bereiche und einfach alle hochalpine Gefahren sind genauso vorhanden wie die Lawinengefahr. Aber die Gefahren der Alpen wurden von Paulke geschrieben, ich weiß nicht, 1800, 1900. Und tatsächlich, seither hat es sich nicht geändert. Dann kann ich jedem empfehlen, dieses Buch auszuleihen, DAV-Bibliothek, durchlesen. Das ist immer noch aktuell. Okay, also nochmal kurz die Zusammenfassung. Du hast jetzt quasi gemeint, es gibt eben alles, was es sozusagen im Hochalpinen auch gibt, gibt es auch nach wie vor im Winter. Also je höher ich komme, desto mehr wird es mit Steinschlag, mit keine Ahnung was, aber eben auch so menschliche, medizinische Notfälle, wie einfach ein Hitzestau durchs Aufsteigen oder ja, wenn man höher kommt, ja vielleicht auch einfach Höhenprobleme. Hitzestau meinte ich jetzt mit der Klimaerwärmung. Ah, okay. Also mit den Winterklamotten bei Temperaturen weit über 0 Grad gerät und alles womöglich schwarze Sachen, dicke Skihose und so weiter, da könnte es vorkommen. Ja, dann vielen Dank dir. Und dann würde ich mal noch sagen, was sind denn eure Tipps für die erste eigene Skitour? Also gibt es irgendwo was, irgendeine einfache Tour, die ihr empfehlen könnt oder sagt ihr, naja, völlig egal, Skigebiet geht immer. Fällt euch da spontan was ein? Also für die erste Skitour definitiv nicht Skigebiet, weil es soll ja eine Skitour sein. Weg von dem ganzen Skirummel im freien Gelände. Es ist ja ein Gesamterlebnis, nicht nur das Skifahren, sondern das ist ja nachher nur vergleichsweise kurz im Vergleich zum Aufstieg. Also der Aufstieg, da nimmt man schon ganz viel mit, da tut man viel wahrnehmen, da geht es ja auch drum beim Bergsteigen und deshalb würde ich definitiv vorschlagen, nicht auf einer Skipiste, auch nicht abends oder so, soll man auch nicht wegen den Tieren. Also ich würde euch empfehlen, sucht euch jemand Erfahrenen, dem ihr vertrauen könnt, das kann jemand von der Sektion sein, das kann eine ausgeschriebene Tour sein,
Und dann geht er da mal mit und tut nicht selber euch da unter Stress setzen und irgendwas planen und so. Da merkt ihr dann später, wenn ihr ein bisschen mehr Erfahrung habt, dass das vielleicht Käse war. Also geht da mal mit jemand Erfahrenem mit oder mit einer ausgeschriebenen Tour. Das bisschen Geld lohnt sich dann. Und da könnt ihr dann auch Fragen stellen. Da könnt ihr recht offen unterwegs sein und könnt es dann einfach auch mal genießen und das für euch wahrnehmen und rausfinden, ob das die richtige Sportart ist. Ich möchte nur so viel dazu sagen, wenn wir die Statistiken anschauen, sehen wir, dass es bei Gefahrenstufe 1 auch Lawinentote gibt und auch Personen, die einfach von der Piste kippen, eine ganz kleine Lawine auslösen und da drin ersticken. Daher kann man nie wirklich sagen, der Berg, dieses Gebiet ist sicher. Am besten funktioniert es, wenn ihr euch ausbilden lässt, Ausbildung mitmacht und da dann auch nicht nur theoretisch, sondern auch draußen im Gelände dann in der Praxis mehr Wissen, mehr Erfahrung sammeln könnt und dann selber dann euer Skitouren aussucht. Peter, du hast vorher das Küta erwähnt. Warst du da in letzter Zeit mal? Da ist der Winter so weit zurückliegt. Aber doch, da war ich auch. Das ist ein schönes Gebiet. Okay. Ja, aber hier irgendjemand gemeint hat, da sei eine Baustelle und man weiß nicht, wie weit man zum Gehen muss. Aber da wir jetzt, glaube ich, nicht die Staumeldung sind, müssen wir da dann, glaube ich, einfach aufs Internet verweisen. Also die Frage kam von Rebecca. Ja, wie gut man da reinkommt oder nicht, wird dir, glaube ich, das Internet eher verraten als wir. Waren in letzter Zeit nicht da. Jetzt gibt es noch eine sehr, sehr spezifische Frage, aber da wir noch 4 Minuten Zeit haben, würde ich sie noch stellen und dann sagt ihr einfach, oh, pf, keine Ahnung. Es gibt anscheinend Lawinen-Airbags oder Trauma Protection heißt es, die quasi hauptsächlich um den Kopf rumgehen. Bleibt man damit jetzt eher oben, weil sozusagen der Kopf eh schon weiter oben ist, oder sind die Airbag-Flügel quasi eigentlich auch schon ausreichend? Weißt du da was, Peter? Ich glaube, du bist eher noch mit Lawinenrucksäcken firm. Ich verwende keine. Aber wenn die Gäste dann praktisch Vater, Mutter von Kindern zu mir kommen, dann empfehle ich es, weil mit einer einzigen Fehlentscheidung kann man die ganze die geldverdienende Teil von der Familie auslöschen. Und was es bedeutet um den Kopf herum, ist, dass ich ungefähr gleichwertig dann auf der Oberfläche bleiben, aber ein wichtiger Teil von meinem Körper bleibt oberhalb. Das ist nämlich der Kopf und Mund. Und dazu kommt, dass das irgendwo dahinter ist praktisch wie so ein Kragen. Und dadurch wird meine Wirbelsäule an der schwachsten Stelle, wo ganz wenig Muskeln da sind, am Hals, am Genick, geschützt, wo ich das nicht selber irgendwie die Muskulatur schütze, sondern einfach diese Teil noch extra einen Schutz bietet, weil da ja einfach enorme Kräfte wirken können in seinem Lawinenabgang. Okay. Also das, wenn ich die Möglichkeit habe, sowas zu haben, was eher so Richtung oben ist und um Kopf herum besser kragen, das ist die günstigere oder die sinnvollere Variante. Genau, ich würde da noch auf das Lawinen-Update vom österreichischen Alpenverein von Anfang letzter Saison, also ungefähr vor einem Jahr, verweisen. Da wurde das intensiv gezeigt, was es da für Neuerungen gibt. Also da gibt es mittlerweile sehr viele verschiedene Modelle auf dem Markt. Manche gehen eben um den Kopf rum, manche gehen um den Hals rum, manche sind noch rechts und links am Rucksack. Das Wichtigste ist ja, dass man die Fläche vergrößert, wie beim Müsli. Wenn man da eine Weile schüttelt, sind die größten Rosinen oben. Und so ist es ähnlich auch in der Lawine. Und wenn man dann tatsächlich ganz verschüttet wird, dann geht da die Luft ja auch wieder raus und man hat dann da einen gewissen Hohlraum, wo man eine Weile drin atmen kann. Aber da gibt es so viele Modelle mittlerweile und sicher hat jedes irgendwie Vor- und Nachteile. Aber bei dem vom letzten Jahr, wo
wurden die intensiv gezeigt und dann kann man da vielleicht mal auf YouTube schauen, sich das nochmal angucken, was dazu gesagt wurde. Ich selber habe auch keinen. Okay, dann vielen Dank euch für die Fragen. Und dann würde ich sagen, machen wir auch einfach ganz pünktlich Schluss, so wie geplant. Vielen Dank an alle, die da waren. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Wir hoffen, ihr habt einiges mitgenommen. Wir schauen, dass wir die Fragen und vor allem die Quellen so schnell wie möglich auf die Website stellen und dann eben kurz danach auch das Video. Also das gerne auch weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat. Da findet ihr dann auch noch von Sportklettern über Mountainbiken und Hochtouren alle anderen drei Updates noch. Schaut gerne mal rein. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch einen schneereichen, aber lawinenfreien und vor allem ja, unfallfreien Winter. Kommt gut durch den Winter, viel Spaß und ja, lasst's rocken so ein bisschen, oder? Danke, Leo, auch an dich. Du hattest auch viel Arbeit damit und an den Benno, der hier die Technik schmeißt. Stimmt, den Benno habe ich vergessen. Oh nein, gut, dass du sagst, Claudi. Benno, danke an die Technik. Ansonsten hätten wir heute hier gar nichts gehabt. Der Benno ist unser kleines Goldstück. Schönen Abend euch. Cool, dass ihr da wart. Und man sieht sich für alle JDRV Baden-Württembergler spätestens auf der Landesjugendversammlung in Freiburg. Schönen Abend. Tschüss. Servus.